So, und da bin ich auch direkt schon wieder. Ich will jetzt das hier auf jeden Fall noch zu Ende spielen. Und mal schauen, was noch alles. Schön in der Kloake schwimmen gehen. Ah, okay, cool. Hier sind wohl viele von diesen Drecksviechern. Samuels Boot. Da muss ich also nochmal an all den hier vorbei. Okay. Missionshinweise aktualisiert. Sprich mit der Zielperson. Ach so, okay. Ganz leise hier Abfalleimer mal öffnen. Kurz gucken. Nee, nichts. Eine Münze. Eine Münze mehr. Ups. Ja, ich würde ganz gerne auftauchen. Ah, ah, danke. So, Samuel. Ach, den hätte ich auch umbringen können. Aber wir sollten jetzt zurück. Schnell. Ja, ich habe ja schön meinen Namen da drin hinterlassen in dem Gästebuch. Ja, das war schon schön. 21 Gegner eliminiert, 2 Alarme ausgelöst, 4 Leichen wurden entdeckt, ja, die habe ich auch einfach liegen lassen. Okay, Lord Brisby, wer auch immer das ist. Ich habe aber 3648 Münzen gefunden. Und sonst alles Sammelbare. Sehr schön, zurück ins Hans Pub. Pitzpub. Der letzte Schachzug, was? Durch das Verschwinden von Lady Boyle, seiner größten Geldgeberin, ist der Lord Regent so verwundbar wie nie zuvor. Es ist an der Zeit, mit den Vorbereitungen für einen direkten Angriff zu beginnen. Was? Geht schon aufs Ende zu, oder was? Lord Pendleton wollte uns hier treffen. Ich schau mal im Weinkeller. Vielleicht vertreibt er sich dort seine Sorgen. Ah... Irgendwie habe ich ein mieses Gefühl. Irgendwie habe ich ein mieses Gefühl. Okay. Vielleicht war es auch unbegründet. Aber gut. Da war's schon geil. Na gut. Dann wollen wir mal reden mit Piero hier. Praktisch. Ich möchte etwas kaufen. Verbesserung. Pistolenverbesserung. Hm. Munition für die Armbrust. Brauche ich auf jeden Fall. Das mache ich mal voll. Betäubungsbolzen will ich auch wieder voll haben. Granaten will ich auch 5 Stück haben. Sprengminen finde ich auch klasse. Da brauche ich nichts von. Da habe ich 8 Stück von. Das sollte reichen. So. Pistolenverbesserung. Oha.
Pistolenmagazin 2 und 3 auch noch. So, dann haben wir mal eine bessere Pistole hier. Können wir ja auch mal verwenden. Ist nur immer so auffällig, finde ich. Ich hoffe, Sie haben die Gastfreundschaft. So, geschafft. Da bin ich. Und wir haben eine Frau aus dem Weg geräumt. Eine Edelfrau dazu. Doch Boy war eine Schlange. Sie half dem Lordregenten, die Kaiserin zu töten. Ich habe kein Mitleid mit ihr. Mhm. Ich habe gehört, dass sie für meinen Namen auf spektakuläre und für sie... Ja, Zeit angehalten und am Bam. Der konnte gar nicht reagieren. Dafür danke ich Ihnen. Dieser kleine Gegenstand hier hilft meiner Familie seit vielen Generationen. Aber Ihnen nützt eine Rune? Er sicher noch mehr. Oder ein Knochenartefakt, oder? Bitte. Was kriegen wir? Corvo. Aber sie ist nicht vorbei. Havelock und Martin haben auch schon ein weiteres Projekt für Sie. Okay. Wir würden Sie gerne sehen. In Havelocks Quartier über der Alles klar. Eine Rune haben wir bekommen. Geile Sache. Damit haben wir, glaube ich, 2 Runen. Ja, 2 Runen. Können wir leider nichts mit anfangen. Beweglichkeit habe ich schon Stufe 2. Blutdurst irgendwie, keine Ahnung. So richtig Vitalität will ich auf jeden Fall noch machen. Teleportieren will ich auch auf Stufe 2. Das will ich. Ich will alles auf höchster Stufe haben. Ist viel geiler bestimmt dann. Nun gut. Achtung, Bürger von Dunwall. Admiral Havelock. Untersuchung ist der Zugang zu den Straßen und cool, das Schlüssel. Anwesen verboten. Ah! Nice. Ist da jetzt natürlich nicht mehr drin. Hätte ich das mal früher gewusst, naja. Hallo. Hi. Okay. Anonyme Notiz. Wer immer Sie auch sind, ich muss Ihnen dafür danken, wenigstens einen Teil meiner Familie verschont zu haben. Wir alle haben Feinde, jedenfalls wir Boyle-Schwestern. Auf eine seltsame Art und Weise haben Sie mir einen Gefallen getan, also verdienen Sie auch eine Belohnung. Ich habe das hier von einigen meiner verschwiegenen Diener zu einem Ihrer eigenen Diener befördern lassen. Mögen sich unsere Wege nie wieder kreuzen. Geil, noch eine dritte Rune. Fette Sache. Ach, jetzt habe ich wieder hier die Qual der Wahl. Windstoß hätte ich natürlich schon mal gerne. Geil. Verdammt. Hatte ich ja schon aufgesammelt. Völlig vergessen. Geil. Ach, natürlich kann ich nicht durchs Fenster rein. Zu unkonventionell. Bevor ich das mache, gehe ich nochmal ins verlassene Haus hier. Das Essen, was hier schon ewig stand. Pfeife ich mir einfach rein hier. Bam, ich habe mit einer Flasche eine andere zertrümmert. Oh geil, hier gibt's einen Keller. Na dann. Zur alten Kanalisation von Dunwall. Okay, cool. Und dann würde ich sagen, gehen wir da mal rein. Hier bin ich falsch. Ach Mensch, ein Skinner. Corvo? Emily versteckt sich wieder. Das war anfangs ein Spiel, doch jetzt will sie mich damit ärgern. Können Sie sie zu mir schicken, wenn Sie sie sehen? Es ist Zeit für den Unterricht. Alles klar. Suche in den Straßen nach Emily. Wird gemacht. Machen wir das doch eben nochmal, bevor wir mit dem ollen Sack reden.
Notiz des Kuriers. Maskierter Mann, diese Notiz ist für Sie. Ihre Taten sind nicht unbemerkt geblieben. Neben Ihrem Bett finden Sie ein Paket und eine Notiz von dem, der wollte, dass Sie bekommen. Ein demütiger Diener. Ach, das war also der... Heino. Nee, ist nur eine... Ja, das hatte ich schon. Das weiß ich noch. So, dann wollen wir mal sehen. Boah, ich habe eigentlich schon keinen Bock mehr. Egal, Emily wird sich schon von selbst wieder anfangen. Finden. Sie hat ja auch gesagt, wenn wir sie sehen, und wir haben sie nicht gesehen. Fertig. Fertig aus. Oh, Mann. Ja, es ist soweit. Okay. Alles, was wir getan haben, alles, was Sie getan haben. Warum leuchtet die Karte so? Achso, kann ich auch sammeln? Moment. Der Lordregent ist bloßgestellt, Corvo. Verwundbar. Und alles ist bereit, um ihn anzugreifen. Wir sind einen Schritt vom Thron entfernt. Wir? Ein Mann, ein schlagendes Herz. Das ist alles, was von den Mächten übrig ist, die die Stadt an den Rand des Untergangs brachten. Es ist einfach, aber bei weitem nicht leicht. Die Paranoia des Lordregenten ist so groß wie nie zuvor. Okay. Er hat die Unterstützung der Aufseher, des Parlaments und seiner Geldgeber verloren. Und auch Sokolov, der seine Sicherheitstechnologien entwickelt hat. Jetzt hat er im Dunmore Tower jeden noch verbliebenen loyalen Mann versammelt. Und wir haben einen Schlüssel. Er weiß, dass Sie es sind. Alles hängt davon ab, dass er recht hat. Pierrot hilft Ihnen bei den Vorbereitungen. Dann bringt Samuel Sie dicht an den Tower an das Wasserschloss. Okay. Als Sie das letzte Mal dort waren, war der schreckliche Tag, an dem alles begann. Nun gehen Sie dorthin, um alles zu beenden. Passt ja. Ich weiß nicht, was wir sonst noch sagen könnten. Außer, dass unsere Hoffnungen mit Ihnen gehen. Gebietskarte ansehen. Okay, das hilft mir nur bedingt weiter. Die Stimmen der Pendletons, Havelock. Sir, gut gemacht. Der Lord Regent ist ob der neuesten Abstimmung im Parlament außer sich. Okay. Er hatte mit der Unterstützung der Familie Pendleton und mit wenig Widerstand gerechnet. Genau wie sie es vorhergesagt haben, hat er durch den Verlust der Stimmen der Pendletons starken Gegenwind bekommen. Und weil der Verteidigungshaushalt des Lordregenten ebenfalls nicht ratifiziert wurde, ist er finanziell äußerst verzweifelt. Es scheint, dass das meiste Geld, mit dem er die Stadtwache am Laufen hält, von einem engen Verbündeten kommt. Wir vermuten, dass es eine mächtige Edelfrau, die vielleicht sogar seine Geliebte ist. Ich versuche, mehr Informationen zu beschaffen. Wir wissen ja, wenn die Wache nicht mit Geld und Elixier bezahlt wird, ist ihre Loyalität schnell dahin. Ihr gut informierter Freund. Okay, durchwühlen wir hier nochmal kurz alles. Das waren die Bücher. Im Schrank hier irgendwas Neues? Ne. Gut, dann würde ich mal sagen, begeben wir uns in Richtung Samuel. Nochmal kurz hier gucken, ob hier nicht vielleicht irgendwo Emily ist. Nein. Zack. Nice. Nein. Jawohl. Und schon sind wir drin. Okay. Ja, wollte ich zwar nicht. Ja, sage ich ihr. Aber du musst trotzdem lernen. Als Kaiserin hast du richtige Lehrer. Einen für jedes Fach. Und viele Diener. Wird sie Spione haben? Ja, antworte ich. Ich denke schon. Und Ratgeber? Ja, du wirst sie kaum zählen können. Sie will einen Konditor. Nun sage ich ihr, du wirst eine ganze Küche mit einer Armee von Köchen bekommen. Und geil, will ich auch haben. Ob sie jeden Tag Kuchen haben kann. Wenn du willst, meine junge Kaiserin. Und dann kichert sie immer. Manchmal wird sie sehr traurig, wenn sie sich erinnert. Sie denkt an ihre Mutter. Es ist ein halbes Jahr her. Und Emily scheint tapfer, doch manchmal höre ich sie weinen. Sie denkt, dass ich
ich schlafe. Oh. Das Fest der Fuge hatten wir schon. Na, geht doch. Hallo, ich heiße Callista. Ich bin Emilys Lehrerin und das ist mein Lehrplan. Langweiliges Rechnen, langweilige Geschichte, langweilige Geografie, langweilig, 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 sieben Gebote. Warum können wir nicht über den Schwertkampf lernen? Über das Segeln, über Monster? Alter, okay. So, tja, finden konnte ich sie nicht. Ich würde sagen, das hier ist ein guter Moment, um die Folge zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.